So. Das ist aber ein bisschen blöd. Okay. Na gut, müssen wir mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen wollten. Die Schriften. Müssen wir mal gucken. Was machen wir denn als erstes? Wo war das? Moment. Ach, das ist da oben beim Markert. Okay. Dem müssen wir mal hier gucken, was wir hier so Schönes haben. Ran an die Bücher. Finde die gestohlenen Bücher. Machen wir die beiden mal an. Das ist der Rattenweg. Da kommen wir jetzt noch nicht weiter. Befreie Scratch. Habe ich doch schon längst gemacht, Mensch. Was haben wir denn hier? Ja. Nicht allzu viel, würde ich sagen. Festung Dämmerlicht. Da müsste man mal nach Weißlauf. Stimmt. Ich habe doch da irgendwo noch eine Krankheit, glaube ich. Moment. Aktive Effekte. Ja, habe ich tatsächlich. Lähmende Braunfäule. Okay. Den müssen wir da mal los. Mal schauen. Bitte lade er schneller. Huch, ist das kalt hier. Jetzt mal wieder dran gewöhnen, ja, an die Tastenkombination. Meine Güte. Beim letzten Mal hatten wir ja da oben irgendwo den Frostdrachen besiegt. Gerade Nachrichten bei Steam, die hier reinkommen bei mir. Ist natürlich jetzt echt etwas ungünstig. Eine Kutsche gibt es hier nicht? Echt? Ernsthaft? Was ist denn das hier für ein ranziges Dörfchen? Na gut. Wo müssen wir denn hin? Nach Süden. Okay. Das kann eine längere Strecke sein jetzt. Und das ohne Ausrüstung. Schon ist er wieder langsamer. Meine Güte. Ja, ist klar, dass hier jetzt ein Bär ist. Na, lass mich in Ruhe. Sonst hier wird doch glatt Ärger hier, du. Uah. Wer haut denn da nach mir? Lass mich. Lass mich, ich bin durch. Da rennen auch noch ganz viele rum. Nee. Ohne mich. Jetzt mal gucken, wo ich gerade hier bin. Ah ja, ich komme in Richtung Windhelm. Okay. Das ist gut.
Dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Folgen Sie dem Weg. Was? Höhle der Tod... Was? Todgeburt? Ernsthaft? Ich hoffe doch wohl nicht ernst. Ja, es ist schon der richtige Weg. Oh, es ist hier warm. Ist ja mal was ganz was Neues. Ja, nee, ist klar. Skeletor. Festung Kastgarf. Naja. Nix da. Hello. It's me. Naben Klokizuts. Na? Ja, ich spiele mit Mods. Ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr hier, gerade mit Steam-Nachrichten. Was? Besiege den Anführer der Verführerbanditen? Was? Wem? Ja, ich habe alle DLCs da drin, plus die, Feuerpfeile und noch so ein paar Sachen. Ja, super, hier ist auch noch ein Eisgeist. Mit welchen Mods? Auswendig weiß ich das gar nicht. Das sind, ja, wie gesagt, die drei DLCs, die es gab, plus die Feuerpfeile. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier sehen? Nee, da müsste ich raus. Doch, da könnte ich. Da. Irgendwo, wo war's? Installierter Inhalt. Das sind soweit irgendwo. Hello. It's me. Danke, Klukisus. Danke für dein Follow. Hey, die Witzka, ist das laut auf dem Ohr. Hei, ei, ei, ei. Also da sind ein paar installiert. Weit geht eigentlich. Das sind jetzt von mehreren, ja, Paketen. Die Mods. Was? Angas Mühle? Okay. Ja, ich versuche jetzt erstmal wieder zurückzukommen nach, wie heißt das gleich nochmal hier? Winterfeste? Um, mich da mal von irgendeiner Braunbeule zu heilen. Was auch immer eine Braunbeule ist. So. Das ist doch jetzt hier Dingensbums, ne? Windhelm. Okay. Dann muss ich hier nach rechts. Okay. No problem. Ja, ist klar, dass jetzt hier Wölfe sind. Das lasst mich durch. Aua. Das Pferd ist nicht das Schnellste. Ja, kümmert euch mal um die Wölfe, bitte. Okay. Auch nicht schlecht. So. Ja, und dann versuche ich ja auch noch weiter in der Story zu kommen, so ein bisschen. Und da unten ist auch schon wieder irgend so ein Fischerhütchen.
Weil das mit der Braunfäule ist nämlich ehrlich gesagt nicht so toll. Da renne ich, glaube ich, schon wieder echt Wochen rum mit. Toll, inklusive Bär. Ausdauer. Ist ja fürchterlich. Ich hoffe, ich reite noch in die richtige Richtung. Auf jeden Fall ist das hier bekannt. Okay. Ein Fuchs als Begleiter. Ist auch mal was Neues. Hello. Guten Abend, Blue Dragon. Grüß dich. Frohes Neues. Noch darf man es sagen. Aha, die Sturmmäntel. Schnell weg hier. Nicht, dass die mich noch hier durchschauen. Heimlich für die Kaiserlichen zu spionieren. Wo bin ich denn jetzt? Ach ja, okay. Ich sollte vielleicht nach rechts abbiegen irgendwann mal. Okay. Diese Richtung gar nicht weit. So viele Krankheiten wie hier in dem Spiel habe ich echt schon lange nicht mehr gehabt. Felsenhaxe schon zweimal. Vampirismus. Und jetzt irgend so eine komische Braunfäule. Was immer das ist. Da ich noch keinen Trank habe, muss ich jetzt leider an einem Tempel machen. Aus, wie heißt es? Fertig machen da. Mich heilen. Ja, nee, ist klar, schon wieder ein Bär. Es ist doch echt. So viele Bären, die hier rumrennen. Ist ja fürchterlich. Dann hat er auch noch Hunger. Ach ja. Eine frische Reise. Ah ja, die Waldheimer Türme. Guten Tag. Hölzerchen. Bitte jetzt hier keine Vampire, ja? Aber ist ja nicht Nacht. Was war das? Ach so. Ein Säbelzahntiger. Und tschüss. Schnell weg hier. Ah. Ach, du bist gar nicht Scritch. Dann lass mich weg. Du gemeingefährliches Vieh. Steht ja immer noch hier. Komisch. Okay. Gibt Sachen, die sind seltsam. Nicht mit Umschalttaste. Hier geht Rennen mit Alt. So, wo war denn jetzt hier der Eingang? Hm.
Jedes Mal suche ich hier den Eingang. Wo ist er? Hier nicht, okay. Wie kann man denn nur so lost sein wie ich jetzt gerade und wieder den Eingang nicht finden? Weil ich wieder auf der falschen Seite bin hier. Mit einem dädrischen Bogen hättest du den größten Schaden. Hoppala. Filion, der Zauberer aus Mortal, ist ein Experte auf Vampir. Kann dich von der Vampirkrankheit heilen. Ein schwarzer Seelenstein. Mit einer Menschenseele habe ich was auch gemacht. Okay. Dädrischer Bogen. Ja, sowas habe ich glaube ich noch nicht. Ich habe da noch den einfachen. Es kommt Glocki zu. Das kommt darauf an, wo du bestimmte Vorlieben drauf hast, weil jeder Charakter oder jede Rasse hat seine Vor- und Nachteile. Die haben alle spezielle Werte, wenn du dann hier so bei Magie guckst, bei den, wo ist es? Hier, kannst du hier noch erweitern und manche Spezies haben automatisch bestimmte Boni. Wie zum Beispiel die, wie heißen sie, die Katzen hier, die. Ach Mann, wie heißen die Katzen nochmal gleich? Ich habe ganz vergessen, wie die heißen. Die sind wohl mit Nachtsicht oder sowas ganz gut. Kannst du nachts dann besser sehen. Khajiit, ja genau, alles klar. Dankeschön. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Entschuldigung. Haben. Der Bogen. Oder so, den Bogen kannst du mit Zusatz verzaubern, Skill Blitz und Feuerzauber drauf machen. Der Schaden ist noch höher. Ei, okay. Ja, Blue Dragon kennt sich da wohl ziemlich gut drin aus und der gibt eigentlich auch mal ganz gute Tipps. So, wo ist hier der Schrein? Lauf mal ein bisschen schneller, mein Freund. Ich habe ja hier nur den... Wo ist er denn? Diesen alten Nordbogen hier. Wo ist er? Geschmeidiger alter Nordbogen. Ja, die richtigen Tasten wären nicht verkehrt. So, in dem Minimum und raus bist du. Hier ist der Tempel. Was wollt ihr, kleiner Elf? Ich fürchte, Treppe hoch, Radlo schreien. Genau. Sehe ich auch so, du Dreng. Juhu. Ich bin die Syphilis hier weg. Na endlich, das wurde auch mal endlich echt Zeit. Moin, Screech. Sprech. Ihr braucht etwas? Ich könnte ja mal hier nochmal bei dem Jarl nachgucken, ob irgendwo die Möglichkeit besteht, da noch eine Quest anzunehmen für die Gegend. Vielleicht sollte mein Jockel auch mal hier was essen. Oh, wird langsam knapp. Ein wenig. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins neue Jahr. Da ist er doch. Besucht ihr die Mögen die Göttlichen euch segnen. Mögen der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Keine neue Quest? Genießt was ist das denn? Besuch in Drachenfeste. Habe ich jetzt noch einen Seelenstein dabei?
Habe jetzt ein blitzfeurige Seelenverzauberung drauf. Aua. Na, tut doch weh sowas dann. Was habe ich denn zum Entzaubern? Das ist Tragfähigkeit, Herstellung. Das werde ich mal einfach machen. So, Moment. Lass mich mal den geschmeidigen... den muss ich noch lernen, oder was? Der ist ja gemein. Ich glaube, ich habe früher mal einmal zufälligerweise irgendwie so eine Axt oder so verzaubert. Warte mal, kann ich nicht hier darauf mal irgendwas... Nee, kann ich auch nicht machen. Ach Mann, das ist ja gemein. Da kann ich drauf verzaubern. Das ist doch gut. Und einmal R. Wir haben neue Handschuhe. Das ist ja schon mal etwas. Besser schießen können mit dem Bogen ist doch immer was Feines. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Nee. Wenn ihr mich jetzt keine entschuldigen Questen. Würdet, ich habe eine Stadt zu führen. So wie der da rumliegt, hört er da gerade gar nichts, würde ich sagen. So. Wie sieht denn das überhaupt mit meinem Gewicht aus? Ah, okay. Ich glaube, meine Taschen sind voll. Hey, aufpassen! Wollen wir doch mal ein bisschen was verticken? Ich brauche doch wieder Knete. Money, money. Ich arbeite für Alles Benetor. Steht zum Verkauf. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Genau, etwas hiervon, etwas davon. Was haben wir denn noch so Schönes? In kälteren Regionen wirst du von Eisbären, Eisgeißer, Eistrolle, Zweiklinge, Banditen, Irrlichtmutter angegriffen. Ja, genau, stimmt, Blutrein. Das musste ich tatsächlich selber schon feststellen. Leider. Das kommt mal weg. Das habe ich ja gerade entzaubert. Das kommt weg, das kommt weg, das weg. Stahlschild. Ich habe das ausgerüstet. Warum das denn? Wie viel Knete hat der denn noch? Okay. Ja, komm. Er hat ja jetzt kein Geld mehr. Bitte kommt wieder. Ja, das gehört leider immer dazu bei dem Spiel. Man muss manchmal ein bisschen was verticken. Hm, Screech, nerv mich. Man sagt, dass die Akademie in Saartal... Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Mm. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Werft einen Blick drauf. Vampire haben eine Feuerschwäche von 20%. Das ist gut zu wissen. Dann könnte man die nämlich hervorragend grillen. Das wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt. Okay, essen. Was habe ich denn hier noch zu verkaufen? Was hatten die für Zutaten? Hat die zufälligerweise... ja, nee, ist klar. Frostsalze so teuer, ey. Hallo? Wo kommen wir denn da hin? Nee, hat sie nicht. Schade. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Was? Rüttelfieber? Mit Dämmerbreche kann man Untote und Vampire vermöbeln. Echt? Geil, Blutrecken.
Musst mich nicht Klokizutz nennen, kannst mich Yannick nennen. Ja, okay. Dann Yannick. Ist etwas leichter auszusprechen. Danke. Gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmels. So, jetzt muss ich erstmal Essen einkaufen. Ganz wichtig. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch. Und falls ihr Arbeit braucht, dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ja, ganz schnell hier. Hunger, Bier, 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 Bier. Die hat ganz viel Bier. Fürchterlich. Gerne, gerne. Schnutfisch. Hört sich sehr lecker an. Lachsbraten. Ich weiß, man kann auch selber kochen, aber das geht jetzt gerade ein bisschen schneller. Okay, das ganze Rad macht ein bisschen sättigt mehr. Okay. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir wiegen. Was benötigt ihr, mein Freund? Immer noch viel zu viel. Dann wollen wir doch mal glatt hier in die Hütte. In mein Häuschen Briesenheim. Ich muss ja ein paar Sachen loswerden hier jetzt. Ist ja wirklich hier, also hallo. Ablegen. Neue wird, das kann man weg. Das ist irgendein Questgegenstand. Komm mal weg. Das war jetzt nicht gut. Das kommt hier hin. Bücher. Was? Mit Beschwören Bogen hast Dedra Bogen plus Pfeile drin. 100. Okay. Muss ich nur noch rausfinden, wer mir das denn verkaufen kann mit den dedrischen Bogen. Also diese ganzen Dinger hier. Ja, da fehlen mir noch die Schatzkarten für. Ja, für 2 Minuten. Ah, meistens reicht das ja schon, Blutring. Hallo. Mein kleines Tierchen. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Was habe ich denn noch alles hier? Ist doch wieder mal viel zu viel, was ich in den Taschen habe hier. Achso, 3000 Schlüssel. Ja, das wiegt alles viel zu viel hier. Genau, auch das wiegt viel zu viel. Ja, das beschworene Schwert, das habe ich schon tatsächlich. Das gehört zu einer Quest. Meridia Sterne. Muss ich auch noch machen. Okay. Ich glaube, viel leichter werde ich gerade nicht, ne? Das ist doof. Wir können ja noch mal rauf zu dem, wie heißt der? Alchemisten da. Ich denke gerade, was patscht der denn so mit den Füßchen? Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung. Ja, macht auch immer Pitsch, Patsch, Pitsch, Patsch. Ich atme nun. Lasst mich durch. Der Erretter ist hier. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Ich glaube, da möchte jemand das Kaufmannshandwerk lernen. Duda. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten... Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Wo ist es? Bücher. So, das beschworene Schwert, das habe ich schon. Das ist ein Blitzmantel. Umstehende Ziele erleiden 60 Sekunden lang 8 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magikaschaden. What? Eichenhaut, Eisstacher. Feueratron nach, das habe ich auch schon gelernt. Mein Mantel. Ist das neu?
Kerzenschein? Ne, der scheint das nicht zu haben. Kettenblitz? Okay. Hm. Nö. Den Bogen hat er leider nicht. Wenn hätte ihr die ja sein können. Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winter. Oder wie sagt man so schön? Hätte, hätte, Fahrradkette, ne? So, dann wollen wir doch mal. Machtverhältnis. Ach, das gehört dazu, zu dieser Questreihe. Okay. So, da wollen wir hin jetzt. Nach Dämmerlicht. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Unsere Anwesenheit auf Erden zu dulden. Hui. Einmal um die Kurve. Was? Ganz schön verfressen, der Typ hier. Das Zauberbuch des beschwörten Bogen bekommt man, wenn der Beschworen-Skill hoch genug ist. Achso, erst wenn das hoch genug ist. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist da meiner. Fertigkeiten. 33, okay. Der ist ja noch nicht sehr hoch. Das erklärt so einiges gerade. Warum da auf einmal neue Zauber dabei sind. Ja, ich fokussiere mich immer auf Bogenschießen irgendwie. Das ist echt merkwürdig, aber ist leider so. So. Der Kruzifix, wo ist denn mein Pferd? Nochmal da oben, ne? Ist aber auch immer eine Sucherei hier. Hat man mal knapp eine Woche frei und da ist das Pferd, um am verlernten Spiel zu spielen. Der Bitter an dem Stein ist er hängen geblieben? Ernsthaft? Geht ja gar nicht. Frechheit. So, dann wollen wir mal zum fröhlichen Sterben in der Dämmerwacht. Mal wieder. Da ich eine grausige Orientierung habe, müsste den Weg nach links den Fluss entlang. Alles klar, in Richtung Waldheimer Türme. So in etwa. Glaube ich. Hoffe ich. Hier dieses Haus, was da vorne... Ne, ist das das Haus, was da vorne steht? Ne, das ist es nicht, was hier auch mit so einer Mod dabei gekommen ist. Das steht irgendwo da hinten, glaube ich. Ich glaube da, was so ganz so eben zu sehen ist. Müssen wir jetzt dem Weg hier folgen? Da ist der Ritualschein, das sind die Waldheimer Türme. Was? Wo ist besser, Vampir oder Dämmerwacht? Was meinst du damit, Yannick? Meinst du wer oder wo? Hoppla. Hallo, ich hänge hier fest, das geht ja gar nicht. Oh, ich brauche dringend mal wieder ein paar Fackelwürmchen, ey. Getränke. Meine. Achso, okay.
Also ich habe bis jetzt, wenn ich Vampir gespielt habe, also wenn ich weitergespielt habe, dann nur Vampir gespielt. Weil ich glaube, das ist nämlich dann auch noch die, wie heißen sie? Werwölfe gibt, ne? Ich weiß gar nicht, was ist denn das für eine Quest überhaupt? Das sind die drei Bücher, okay, alles klar. Sind wir schon hier oder noch nicht? Wachturm von Weißlauf. Okay. Nach rechts muss ich. Okay. Ja, so ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht, was da besser ist. Ob jetzt der Werwolf besser ist oder der Vampir. Hat der ein Narrenkäppchen auf? Auch nicht schlecht. Wir müssen doch jetzt hier so rum, ne? Weiter nach rechts, okay. Ist diese Richtung. Bin ich ja wieder dran vorbeigehuscht. Und nein, ich werde mir den Riesen nicht schnappen. Das war beim letzten Mal schon Kampf für mich. Da ist so der Nachteil im Überlebensmodus. Die Vampir-Questen triggern kannst du... Moment, Sekunde. Wenn du... diese Quest hier weiterverfolgst, die Dämmerwacht. Dann kommst du automatisch irgendwann mal zu dem Punkt, wo du dich entscheiden musst, weil du irgendwo, ich meine, das war irgendwo hier im Norden, gab es dann so eine, wie nennt sich das, Insel, wo du dann hingehst und dann diesen Vampirchef da, dessen Tochter befreien sollst. Und dann kriegst du quasi die Möglichkeit, richtig Vampir zu werden von denen. Okay, ich werde gerade angegriffen. Ja, ist klar, Miezekätzchen. Lass mich in Ruhe. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Ich glaube nämlich fast, dass ich die jetzt hier auch schon wieder ein bisschen weiter trigger. Dabei wollte ich mir diese Option doch etwas länger aufheben noch. Muss ich jetzt da oben hin? Ja, das sieht richtig aus. Festung Dämmerlicht entdeckt. Ja, ist klar. Jetzt habe ich hier diese Miezekatzen direkt vor der Nase. Was war das? Nur ein Reisender, der durchreist. Vielleicht erledigen die sich ja gegenseitig. Nein, tun sie nicht. Mann. Glaubt ihr, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Hundertprozentig. Ich muss nur mal meinen sicheren Standpunkt hier kriegen. Hallo, Mädel. Lass mein Pferd in Ruhe. Aua, aua. Irgendwie war das klar. Ach Mann, es geht schon wieder los. Wo bin ich denn jetzt? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen im Fürstentum. Die sind ungeschützt und kaum bewacht. Ich habe wieder mal vergessen zu speichern. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich habe doch hier noch einen Begleiter. Den nehme ich jetzt mal mit.
Vielleicht ist das ja mal endlich hilfreich.